Hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute ist wieder mal eine ganz besondere Ausgabe, denn wir sehen einen neuen Premium-Panzer. Und nicht nur, dass ihr den seht, nein, ihr könnt ihn auch gewinnen. Und zwar ist es ganz einfach, hier bei YouTube einfach in den Kommentar posten mit eurem Nickname. Nickname ist deswegen ganz wichtig, weil ich nicht jedem hier auf YouTube eine Nachricht schicken kann. Und auf WG News wird es auch einen geben und da einfach auch einen Kommentar in die Kommentarfunktion posten und da wird dann einer ausgewählt. Auslosung ist nächste Woche Sonntag, also eine Woche später. Das ist dann der 17. Juli und natürlich werdet ihr auf YouTube informiert, als auch auf der Homepage, sobald es da was gibt, beziehungsweise auf Facebook solltet ihr auch folgen, da werdet ihr dann ins Bild gesetzt. Jetzt schauen wir uns aber den Panzer mal selber an. Hat natürlich eine sehr geile Tarnung, weil mittlerweile wissen wir, dass Armored Warfare beim Design da sich nicht lumpen lässt und jedes Mal wieder was aus dem Hut zaubert. Natürlich sind die Details auch wichtig. Ein Kampfpanzer, für mich persönlich immer sehr schön, denn ich mag ja die Kampfpanzer sehr gerne. Nach der Vergabe des XM1-Auftrags beinhaltete der nächste Schritt der Fahrzeugentwicklung die Produktion der Vorserienexemplare FSED Full Scale Engineering Development. Der XM1 FSED war zwar eine Verbesserung in Bezug auf amerikanisches Kampfpanzerdesign, was sich jedoch eher in Details wie gepanzerten Seitenschützen und einer verbesserten Feuerleitanlage bemerkbar machte. Schaden Nummer 409 bei einem Durchschlag von 381, Schaden pro Minute liegt bei knapp 3100, Trefferpunkte 2235, die Panzerung 260, 160 an der Wanne und am Turm 250, 250 und 60. Höchstgeschwindigkeit 72 km/h, allerdings braucht er ein bisschen, bis er den Antritt stemmen kann. Die Tarnung ist natürlich eher rudimentär, dafür eine vernünftige Zielerfassung. Das sind die Hard Facts zu dem Panzer und jetzt schauen wir uns natürlich an, wie er im Spiel performt und spielen damit eine Runde PvE. Die Operation Saphir verbündet im Gebiet beklagen Munitionsmangel. Die ANP hat eine unweit gelegene Waffenfabrik eingenommen, ober sie zurück, damit wir wieder aufrüsten können. Ja, besetze die Waffenfabrik ist die Hauptmission und zerstöre die Waffenspeicher sind die drei Nebenmissionen. Die Mission kommt mir sehr bekannt vor, da ich die erst vor kurzem ja auch hatte in einem sehr aufreibenden Match. Und dementsprechend schauen wir mal, was hier mit dem FSED so funktioniert und so geht. Ich bin selber sehr gespannt. Und dementsprechend legen wir jetzt los. Unsere Alliierten in der Gegend haben Engpässe in Sachen Munition und Versorgung. Erobert die Waffenfabrik. So, weg mit dir. Und man sieht eben die Geschwindigkeit direkt. Da ist er definitiv jetzt nicht der schnellste, aber ist er auch klar. Ein Kampfpanzer ist normalerweise da nicht der, der am ehesten loslegen kann. Den ersten zerstört. Und jetzt hier auf den Merkava. Kriegt er einen Treffer. Und ich würde ihn gerne den zweiten geben. Japp, das ist meiner. Der BNP. Die Zielerfassung, die ist schön. Die wirkt gut. Damit kann man arbeiten. Oh, schön an dem gesammelt. Aber der hat gesessen. Ich werde jetzt mal Richtung Front fahren, weil da kann ich natürlich dementsprechend auch was scouten und eventuell was aufmachen. Muss hier auf den Ramka aufpassen. Deswegen hier gleich mal frontal zu den Stellen. Sehr gut. Da ist eine Arti offen. Sehr schön. Die, wenn er wegmacht, wäre ich sehr happy. Hat er gemacht. Feiner Kerl. So, da habe ich den ersten Treffer bekommen. Vom M8 eben. Aber da treffe ich doch zurück. Und hier der
T-72A. Auch auf den gibt es eine Schelle. Feindliches Ziel markiert. Und nochmal ein. Da hinten hat er den markiert. Den will ich doch da ein bisschen unterstützen, aber natürlich durchdringe ich ihn da nicht. Dann, wenn es drauf ankommt. Oh, was kommt denn da? Jetzt ist er weg. So, da unten, da mache ich doch mal... Wenn ich da... Oh, das wäre ein knapper Schuss, du. Ich will doch nur hier das Sekundäre wegmachen. Jetzt da. So. Und jetzt komm, bleib so schön seitlich. Ja, genau so will ich das. Ganz genau so. Ja, schieß nur auf mich. Dreh, 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 dreh. Ja. Perfekt. So machst du das ganz schön für mich. Und gleich nochmal einen. Ah. Da hat er nicht so weit gedreht, wie ich es gern gehabt hätte. Und wir setzen uns wieder in Fahrt. Jetzt müsst ihr nämlich auch hier die nächsten Gegner bald aufmachen. Da dürfen wir jetzt in so ein kleines Wespennest stoßen. Und dann sehen wir eben auch mal, was der so kann. Das ist das, wenn man einfach nur diese halbe Sekunde sich nicht noch gedulden kann. Mit dem Einzielen. Oder man geduldet sich doch und schießt trotzdem daneben. Aber jetzt. Beim dritten Mal wird alles besser. Komme jetzt erstmal auf nichts mehr drauf, deswegen fahre ich wieder ein Stück rückwärts, dass ich hier meine Ziele habe, wo ich auch wieder gut drauf aimen kann und komme. Ah, der war sehr knapp. Da hinten feindlicher Nachschub, ja, alles klar. So, wir drehen schön rein. Da hat er nicht mehr so viel Spaß an mir. Ja, ja, ich habe da Panzerung. Gott sei Dank nicht mehr so ein leichtes Gefährt, in dem ich sitze. Deswegen da jetzt nicht so das Problem. Prall die hier schön ab. Und wenn er mir auf die Ketten schießt, ist auch nicht wild. Mit dem nächsten Treffer ist er nämlich raus. Genau so wollte ich das. Muss ich aufpassen, hinter mir Stingray. So, jetzt konzentriere ich mich dann doch erstmal auf den. Und kaum sage ich das, kriege ich von dem anderen. Kette weg. Schon wieder. So, mal schauen, dass ich wenigstens auf einen nicht so leicht hitbar bin. Ist mir jetzt zu riskant. Genau, ich wäre jetzt mit dem Schuss nämlich weg gewesen. So, und jetzt hier ein bisschen sicher. Und jetzt kriegt er auch endlich mal den Schaden, den ich schon die ganze Zeit erhofft hatte, dass den mein Team macht. Aber in dem Fall leider ein bisschen zu spät, sodass ich meine Reparaturset nutzen musste. Auf die Jungs alles nicht hitbar für mich. Ach ja, doch, da jetzt der Expeditionspanzer. Kleinen Scheißer heute. Ich komme nicht drauf, weil der hier so unten so steht in so einem kleinen Wall. Jetzt komme ich drauf, jetzt habe ich mich... Oh, der war fies daneben geschossen. Heidenei, den habt ihr jetzt einfach alle mal nicht gesehen, gell? So, der hat gesessen. Und jetzt nehme ich den letzten mit Heat raus. Da passt dann auch...
So, was ist da hinten mit dem Abrams? Ladeschütze, Treibspiegel. Ja, da ist Heat der Abrams dann doch ein bisschen zu knackig. Also vielleicht schon mal ein kleines Resümee. Panzer fährt sich gut. Könnte etwas agiler sein, aber passt. Also ich denke, zumindest mal für PvE-Spieler ist es ein schöner, lohnenswerter Panzer. Gerade weil er einfach optisch ein definitives Highlight ist. Wie es im PvP aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich sag mal, PvE kriegt da meinen Daumen nach oben. So, jetzt wird hier gleich durchgekappt. Ah, da hätte ich den Schuss noch rausbekommen wollen und können, aber in dem Fall war es dann leider schon durch. Jetzt schauen wir mal, was das Finale so sagt. Zumindest schon mal ein Sieg, das ist klar. So, jetzt wollen wir es aber wissen. Top 3 wäre mein Wunsch. Wir haben hier zumindest mal die Zielerfassung bekommen. Und sind hier... Top 3, wie ich es mir gewünscht hatte. Mit 11.000 Schaden hier sogar... mit einem einzigen Schadenstreffer sogar auf den zweiten Platz. Also war eine vernünftige Runde. Und am Ende gab es hier 171.000. Also das war doch sehr lohnenswert durch den Bonus. Also das war eine schöne Runde. Die hat sich wirklich gelohnt. Und hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Und ansonsten sagt mir mal, ist der Panzer auch was für euch? Oder bleibt er bei MyCom? Bis zum nächsten Mal, euer Elke Ramba.